Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und das erste, was ich natürlich nicht ohne euch machen wollte, aber was ich unbedingt machen muss, ist hier. Meine Lieben, ich habe... Die sehen richtig scheiße aus, ich bleib bei schwarz. Ich habe mir im Uplay-Shop habe ich mir verschiedene Monturen und so weiter geholt, weil die halt frei waren. Aber es macht keinen Spaß, denn das ist wahrscheinlich schon die beste Kleidung, die es gibt. Achso, die ist gesperrt. Okay. Ich habe mir die doch gerade gekauft. Naja, egal. Wir holen uns jetzt hier. Ich habe mir hier jetzt den neuen Gürtel geholt. Und. Genau, den neuen Gürtel können wir jetzt upgraden. Zack. Mehr Verteidigung machen wir auf jeden Fall. Aha. Wir können nur wie einmal upgraden. So, die können wir nicht kaufen, aber können wir die upgraden. Reflexschussgenauigkeit brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Mist. Aber brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Aber Waffen. Waffen, ein besserer Schlagring. Ist auf jeden Fall gut. Kaufen. So, und wir können den gleichzeitig nochmal upgraden. Wunderschön. Jetzt haben wir auch etwas mehr Dusch. Nein! Ich will doch hier die Sachen noch umbauen. Denn, für 2000 haben wir jetzt kein Geld mehr. Deshalb will ich den jetzt auch nicht mehr verbessern. Aber es gibt schon so ganz coole Sachen, die wir hier haben. Oh ja. Die man sich auf jeden Fall holen könnte. So, Angriff brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Umhänge. Wir haben auch für sie neue, haben wir nicht. Neue Monturen, genau. Oh, viele. Die Elise-Montur. Warte mal. Wer war nochmal Elise? Asanchung, das ist die, ein Schaden mit dem Wurfmessern. Schaden mit dem Stockdolch. Okay. Erhöht den Schaden, die mit dem Kuriui anrichten. Okay. Und Evelyn. Evelyn ist ja schon wieder OP, oder? Ah, geht so. Verringert erlittenen Nahkampfschaden. Also, ich finde, Elise passt so gut dazu. Ja, nehmen wir die. Haben wir die jetzt auch in diesem Ubisoft Blau? Macht keinen Unterschied. Okay, wir haben aber noch 2000. Und wir können noch den Umhang verbessern. Cool. Zack. Das haben wir jetzt. Und jetzt, den Handschuh können wir auch einmal verbessern. Perfekt. Fähigkeiten haben wir keinen Punkt. Aber wir haben hier hinten einen neuen Fähigkeitsbaum aufbekommen. Und das ist das Adlerauge. Plünderer. Und reduzierter Nahkampfschaden. Reduzierter Nahkampfschaden ist immer gut. Aber noch besser ist reduzierter Pistolenschaden. Denn Pistolenschaden ist das Schlimmste, wenn man wegläuft. So. Machen wir das nächste.
empfohlenes Level. Ja, ist mir egal. Ich, den müsste ich eigentlich töten, oder? Einfach nur töten müsste das. Sequenz 3. Ja. Dann, müssen wir den noch... Ich hab da nichts ge... Das werde ich morgen noch spüren. Ja, wir müssen einen Zivilisten beschützen. So. Ich frag ihn doch mal einfach. Ah, guck mal. Ich habe jetzt wohl irgendeinen befahren. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß gerade nicht, wo wir mit ihm hin müssen, um ihn... Naja, egal, wir fahren jetzt, ne? Wir fahren jetzt zum Waisenkind. Nicht zum Waisen... Nicht zum Waisenkind, sondern ganz einfach zur nächsten Aufgabe. Wir haben jetzt schon wieder genügend Zeit verplempert mit komischen Nebensachen. Nun ist es jetzt auch bestätigt, ich bekomme jetzt meine VR-Brille, meine Wife. Und ich habe jetzt gerade mal auf Steam ein bisschen... Aua! Es ist doof, wenn man zwei hinter sich herkommen hat. Was? Ist das nicht so, dass ich, wenn ich unsichtbar bin, dass die dann aufhören, nach mir zu suchen? Das war doch sonst immer so. So, ich muss hier einen Typen töten. Scharfschütze, Vorteil schaffen, ja. Okay. So. Nachladen. Ah, ich habe zwei Schüsse damit. Gut. Alle Bleiters eliminieren. Und den gefangenen Klinker befreien. Okay. Was macht der denn hier unter mir? Nee. Wie kann ich den da unten kann ich nicht anvisieren. Schade. Aber... Ich kann auch auf die kein Attentat verüben von der Höhe aus.
Vielleicht können die Gangs ja doch nützlich sein. Attentat. Was würden die Rocks nur ohne sie tun? Du wirst uns keinen Ärger mehr machen. Oh. Ah, ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten. Cool. So. Wo sind denn noch mehr Blighters? Hey, wieso komme ich hier nicht hoch? Haltet sie! Ich polier dir die Fresse! So, 5. Schnappt sie! Schnappt sie! Eindringen! Oh, Scheiße! Das ist mein Territorium! Vielen Dank, Miss Evie. Vielleicht können die Gangs ja doch nützlich sein. Ungütiger! Oh nein! Pack sie von rechts an! Hoffentlich hat das richtig weh. So, der letzte. Hier schneide ich die Zunge raus. Ich. Wieso kann ich den. Ich beschütze dich. 10 von 10 eliminiert. Stadtteil befreit. Ach Mist, ich habe nicht alle Gefangenen geschützt. Das ist jetzt natürlich doof. Oh. Naja. Wir haben zumindest das Whitechapel Gang Quartier abgeräumt und was ist denn jetzt los? Ihr Bruder treten gerne den falschen Leuten auf den Schlips. Ich wäre vorsichtig. Das sollten Sie auch sein, Mr. Kaylock. Wie Sie meinen. Okay. Wieso waren die jetzt so plötzlich da? So. Kann ich die. Nur nichts Unüberlegtes, verstanden? Ja, Boss! Kommen die jetzt mit mir? Ja, der kommt jetzt mit mir. Ja, das will ich eigentlich nicht. Entlast. Vielen Dank. Count me. Gut, also die kann ich jetzt benutzen, falls ich sie brauche. Was ja eigentlich schon mal ziemlich cool ist. Da müssen wir jetzt rum. Das kriegen wir schon hin. Someone's up to no good. Hallo? Take care not to get your blacking on my cuffs. Und da unten. Suche nach dem Straßenkind, natürlich. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon Alley. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben.
und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Die ist gut. Die weiß, was sie will. Und weiß auch, wie sie es bekommt. Na? Wenn ich dich erwische, hänge ich dich an der Tower Bridge auf. Arbeitet weiter. Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll. Okay, die ganzen Leute müssen wir befreien. Nein, nein! Ich wollte noch nicht nach unten. Ich wollte nach oben. Komm ich. Nein! Runter mit dir. Genau, hier wollte ich hin. Mist, hier komme ich nicht weiter und hier komme ich nicht rein. Mich hier oben drüber rein? Nein, nein. Und ja, deshalb würde ich auch jetzt sagen, wir machen für heute mal Schluss. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.